Schön, dass ihr wieder den Weg zu mir und meinem Kanal iCaramba gefunden habt und hier mit einem meiner heimlichen Lieblingspanzer, und zwar der Badjet 25 Tonnen auf Heiliges Tal. Los geht's. Hier im kuriosen Matchmaking, 10er bei auf jeder Seite ein 9er Panzer, dann 8er und 7er Scouts, also ja, für die 9er Panzer ist es irgendwie Fluch und Segen zugleich. Aber wie gesagt, Badjet für mich so mit der erstrebenswerteste Panzer, den ich selber irgendwann mal haben will und auch mal meinen eigenen will. Also der Autoloader mit seinen 5 Granaten im Magazin, 37 Sekunden und sonst einfach der fast schon eher typische Scout von der Geschwindigkeit, von seiner Fahrweise und Spielweise. Er fährt jetzt hier erstmal direkt zu dem, ich würde mal zu dem Kloster sagen. So, da hat er den WZ. Oh, WZ. WZ hat hier ein kurzes Leben. Ja. Das ist halt der WZ als Scout. Ja, zack, Auto-Aim und nochmal ein. Ja. So, das hat, da hat man mal gesehen, wie kann man möglichst schnell, möglichst viel Schaden mit seinem einen Magazin machen. 1600 Schaden schon angerichtet. Einen Treffer kassiert. 240 Damage, damit kann man gut leben. Wenn die Ausbeute so bleibt, ist alles entspannt. Und jetzt hätte er einfach seinen Nachteil. Jetzt ist er knapp 40 Sekunden im Reload. Wenn jetzt man als Gegner an ihn rankommen würde, hätte man klasse Chancen. Aber eben, das ist halt das Schwierige mit so einem schnellen Autoloader auch gleich noch, dass man dem halt auch nicht einfach so hinterherkommt. Jetzt fährt er den E50M hier hinterher. Rücken gemeinsam praktisch nach vorne. So, jetzt haben sie hier den T-54 Light. Den 8er Scout der Russen. Der sich gar nicht für den interessiert. So, Leopard hat den bekommen. So, jetzt ist er natürlich offen. Jetzt muss er ein bisschen vorsichtig sein. Oh, da ist ein ES-3. Und auf einmal steht hinter ihm der E-50M. Da sind auf einmal wieder ganz viele ganz nah beieinander. Sagt er, dass er Hilfe bräuchte. Also er bräuchte hier einen, der mitfährt. Oder sich hier irgendwo... Aber er bekommt von seinem T-49 Zugpartner Unterstützung. Deswegen zack, der erste. Zweite. Dritte. Und vierte. Ja, genau. So, da hat er sein ganzes Magazin wieder rausbekommen. Aktuell bei 3200 Schaden und 2 Kills. So, jetzt hat er hier den Berg ein bisschen gekuschelt. Und weiter geht's. Artis ist keine im Spiel, deswegen braucht er gar nicht auf Arti-Jagd gehen. Da findet er nichts. Aber er kommt jetzt hier hinterhalb an die Gegner ran. So, da hat er jetzt nichts auf der Seite. Oh, da ist der Leopard. Zack. Schade, jetzt gekettet. Wäre wunderschön gewesen. Aber leider nicht. 6 zu 8 für den Gegner. 6 zu 9 für den Gegner. Da ist sein Zugkamerad leider draufgegangen. Gerade hier EN-100, der tut noch ganz schön weh. Der Waffenträger, das ist auch noch ein unschöner Gegner. Ja, da gibt es was, die noch ordentlich Rappel machen können. Aber jetzt geht er erstmal auf den Leo. So, leider nur die Kette, aber jetzt nochmal, nochmal und... Oh, oder auch nicht. Oh, da ist der Ru und jetzt hat er nur noch eine Granate im Magazin. Würde die Granate würde auslangen für die Su oder für die ISO in dem Fall. Nicht Su, sondern ISO. Aber ja, es macht er jetzt den Reload. Pass auf, hinter dir! Nein, er macht den jetzt sozusagen und sehr clever, sehr richtig gemacht, dass er da sich die Granate aufgespart hat. Jetzt steht es 9 zu 9.
Und das ist halt einfach, es ist ein spaßiges Gefährt, das kann man einfach sagen, wie es ist. Diese wahnwitzige Geschwindigkeit mit diesem guten Durchschlagswert auch. Man hat hier mit der Kanone einen 259er Durchschlag und das ist für einen Medium-Panzer wirklich, wirklich sehr, sehr in Ordnung. Ein paar Pirouetten um den Gegner fahren und dann läuft es auch schon. So, oh, der T54 E1. Autoloader gegen Autoloader. Holt er sich da jetzt eine ab? Da hat er verschossen. Ja, sehr schön. So, 11 zu 11 steht es aktuell. Mit der definitiv mittlerweile besseren Tendenz für sein Team, weil 4 Zehner gegen 2 Zehner. Und dafür noch ein Achter und ein Siebener. Gibt schon die ersten Good Jobs. Oh, Tiger verschießt. Jetzt stellen sich in Cap. Oh, der Tiger steht schön mit dem Rücken zu ihm. Jetzt darf er nur den letzten nicht verschießen. Ja, sehr gut. War jetzt nämlich auch die letzte Granate, deswegen war es wichtig, dass er den trifft. Aktuell bei 6000 Schaden und 5 Kills. Jetzt steht hier der Todesstern noch, so nenne ich den FV ganz gerne. Der AMX stand bis gerade eben in Cap, hat es jetzt aber sich wohl doch anders überlegt. Der Waffenträger ist hier offen. Der Waffenträger nimmt jetzt das Objekt raus. Oh. Da muss er aufpassen. Kein Hit hier mehr von dem abbekommen, weil der tut einfach scheiße weh. Jetzt nimmt er. Was macht er denn jetzt? Wie fährt er jetzt? Hat er jetzt, war das jetzt angetäuscht oder was? Er sieht ganz so aus. Der Bazi täuscht da einfach an. Fahrt jetzt doch nicht den gewählten Weg. Ja, und nu? Ne? Ja, so könnte es was werden mit dem Nachbarn. Ja. Er ist offen, fahr, fahr, fahr. Oh Mann. Der Waffenträger auch gefühlt schon lange nicht mehr gesehen. Da ist er. Kaum sagt man's. Oh, der Helm ist. Der Kopf ist so groß, aber er trifft ihn nicht. Jetzt trifft er ihn. So, der 1357 ist auch raus und jetzt ist nur noch der Todesstern am Leben. Er ist schon im Reload, aktuell bei 6600 Schaden und den Krieger hat er sich mehr als verdient bei der Fahrweise. So. Jetzt mal schauen, was der E50 da vorne macht. 10 Sekunden hat er noch Reload, das heißt, er ist ziemlich genau fertig, wenn er hier oben ankommt. Man kann ihn dann auch dementsprechend unterstützen. Der Jagdpanzer ist scheinbar aber keine Unterstützung, also steht da hinten eher betröppelt in der Gegend, so das Gefühl. So, egal wer jetzt von dem einen bekommt, der ist. Da hat er natürlich jetzt das Glück, dass er jetzt weggedreht hat. Oh, er hat verschossen. Ja, Gott sei Dank. So, und da macht er den Rammschaden. Genau 7000 Schaden. Wirklich nice. Krieger geholt. Mit dem E50M sich gut interagiert. Also von dem her, ich weiß schon, warum ich den Panzer haben will. Sagt mir doch mal eure Meinung zu dem Panzer ganz im Speziellen. Würde mich sehr interessieren. Ja, und alles Gute. Bis bald, euer Alcaramba.